Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battle Chasers. Weiter geht's. Und zwar beim letzten Mal Arena und... Ach nee, das war ja noch davor gewesen. Den legendären eisernen Außenposten erledigt. Und jetzt machen wir nochmal mit der Story weiter. Ich würde mir jetzt ganz mal das hier mitnehmen. Okay, geht nicht. Aber die Items können wir uns mitnehmen. Auf geht's zur Totenwacht. Gegner sollten... Na komm, Gegner bis dahin. Würdige Gegner? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind alles keine würdigen Gegner hier. Wunderbar. So, das Südtor. Eine imposante Tür zum moosbedeckten Ruinenumgeben. Dahinter liegt ein ausgedehnter Sumpf. Nähern wir uns mal der Tür. Ich glaube, das Ragout, das mussten wir denn auch noch geben. Nehmen wir mal Galli, wenn er... Nehmen wir immer mit. Der Brunnen, ich glaube, da war noch was. Ich weiß nicht, ob das Rammstoffer Ragout... Ob wir das schon gemacht haben, ich glaube nämlich nicht. Genau, Nahrung in den Brunnen werfen. Ihr werft das Essen hinein, das die Brunnenstimme im Brunnen verlangt hat. Ihr seid wirklich beharrlich, das muss ich euch lassen. Nach all dem Essen, was ihr mir gebracht habt, bin ich jetzt am Verdursten. Hört mal, ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr wollt, dann bringt mir noch einen Fusel Grog. Auf einen Schild im Brunnen steht Glück, den... Okay, ich schreibe mir das mal auf. Fusel Grog. Ich glaube, den habe ich auch in dem Dorf gesehen. Ansonsten schauen wir uns das später nochmal an. Was war das? Das war die Macht des Todherzes. Wo sind wir? Warum hat sich alles verändert? Wir sind in derselben Welt, aber in einer anderen Ebene. Durch diese Altäre kann zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten hin und her wechseln. Sie existieren gleichzeitig, Seite an Seite, den meisten unbekannt. In jeder Ebene sind die Dinge anders. Was in einer existiert, ist in der anderen vielleicht nicht vorhanden. Was für eine seltsame Welt das ist. Gehen wir durch das Tor. Mit jedem Moment, den wir verweilen, wird Destra stärker. Ja, das ist korrekt. Ich empfange mächtige magische Energien weit weg in Richtung Westen. Alumon wartet dort auf uns. Mhm. Erforscht Totenmacht in der südlichen Wildnis. Da gibt es noch eine Treppe. Hier haben wir noch eine Treppe. Überall Tote hier oben. Und das ist wahrscheinlich das andere Ding, wo wir dann wieder aus dieser Ebene rauskommen. Phantomjacke. Mana-Flutpanzerung, Methril-Fuchs-Statue. Meine Fresse, was war da denn alles drin? Einige seltene Bestandteile, die bei komplizierteren Fertigungsprozeduren verwendet werden. Methril-Feuerfuchs-Statue. Ein Kleinod aus Methril in Gestalt eines Fuchses, das Schnelligkeit und Zielsicherheit verleiht. Ich würde Ausdauer verlieren. Wahnsinnig viel Ausdauer mit Garrison. Es würde für ihn aber nützlich sein. Er würde 110 Leben verlieren. Das ist noch bei 798. Das hat er als Kleinod. Magieabwehr, das gibt natürlich Bonus dazu. Ausdauer. Achso, ich würde einfach nur die Ausdauer bisher verlieren. Crit plus 1,3% und Galli, wie sieht es bei ihr aus? Ich würde 38 Ausdauer verlieren. Weil sie ist ja Attanky, soll ja Attanky sein, ist schon in Ordnung so. Das Item an sich ist aber ziemlich geil. Okay, aber 44 Angriffsstärke weniger. Dafür, 19 Willenskraft dazu. Das heißt 190 Mana dazu. Allerdings hat die 44 Schaden, kommen wieder zurück, aber das macht nichts. Die geben wir ihm. 44 Schaden ist eigentlich lächerlich. Zack. Schattenkampffrucht, diese Herzabfrucht, die auch unter ungünstigen Bedingungen überleben kann, weil ihre Wurzeln Mana aus dem Boden absorbiert. Phantomjacke, kann ich hier leider nicht anlegen. Belüftete Kanone, okay. Ja, die Methril-Fuchs-Statuette. Ah, ist ja heftig, ey.
Angriffsstärke würde ich dazu kriegen, Magie, Abwehr verlieren und Ausdauer. An sich ein richtig geiles Item, ich weiß es noch nicht so richtig. Erstmal behalten wir es so. Gute, schöne Items hier. Gute und schöne Items. Uiuiui. Hey, diese Stufen sind neu, sehe ich auch so. Die waren nämlich vorher nicht da. Ich dachte eher, das Tor wäre jetzt weg in dieser Zwischenstufe. Daran hätte ich eher gedacht. Das Tor bleibt aber noch offen, ne? Ja. Und das Sonnenlicht erscheint jetzt auch immer noch. Nein, ist weg. Witzig. Witzig, witzig. Und die Kiste hier gab es oben auch schon vorher? Nee, ne? Doch, die gab es auch. Nee, die Kiste war weg. Ah, cool. Meine Armeen noch tot bleiben. Weck sie auf oder schließ dich ihnen an. Vorzeitlicher, wir hatten Besucher auf der Insel. Wir kümmern uns um sie. Gut, du bist raffiniert. Aber für dein Versagen wirst du leiden. Ich versage nicht, Vorzeitlicher. Eine spektakuläre Streitmacht soll sich in Totenwacht für dich erheben. Verus Soldat. Werden für den Verrat ihres Gebieters büßen. Meine Sklaven für alle Zeiten. Und Bargus wird sie anführen, Vorzeitlicher. Der Schänder. Ja. Tu, was du gesagt hast und töte die Eindringlinge. Gewiss, mein Gebieter. Du wirst ganz sicher zufrieden sein. Seadrull ist wohl der wirklich wahre Bossgegner. Deathtroy sieht im Vergleich zu ihm ja mickrig aus. So, das Lied haben wir gesprengt. Da kommen wir später hin, sobald wir den Fusel Grog. Ich will ihn jetzt haben. Fusel Grog. Wir gucken erstmal hier, ob er das in der Taverne hier hat. Was darf es sein? Fusel Grog? Nö, aber etwas Neues. Femme Fatale. Totenmanns Grog. Schlachtenkäse, Harmsragout. Was braucht ihr? Empfehlt mich euren Freunden! Siggi. Da kann ich nicht drauf drücken, das ist ein bisschen schade. Das wäre schon ziemlich geil. Ich hasse das. Okay, wunderbar, müssen wir nicht kämpfen. Das Luftschiff. Wir könnten theoretisch wieder das Luftschiff bekämpfen. Das sind diese drei Bossgegner. Bei denen ich letztens voll abgestunken bin. Das sind sogar zwei, what the fuck. Auf gar keinen Fall, verzieh dich. Wird er schon haben hier. Fusel Grog. Hat das was Besonderes? Na, dummerweise. Das hätte man sagen können, wenn jetzt nichts Besonderes dabei steht und wie das die Abwehr oder so erhöht, dann wird das relevant sein, aber dummerweise erhöht das was. Das heißt, man kann es nicht so wirklich sagen. In der Hoffnung, dass es das Letzte, was er haben möchte. Das ist nämlich immer echt ein bisschen ätzend, hin und her zu latschen.
Die Flasche hat auf etwas, das nass und weich klingt. Ah, der geht wirklich gut runter. Ich würde euch etwas anbieten, aber ihr seid da ganz da oben. Während ich diese Erfrischung genossen habe, hatte ich Zeit, eine Bestandsaufnahme meiner Habseligkeiten zu machen. Und ich muss sagen, meine Geldsäckel könnte besser gefüllt sein. Auf einem Schild im Brunnen steht Glück, denen die geben genug. 1000 Gold in den Brunnen werfen. Ihr habt einen Haufen Gold in den Brunnen. Es wird reichen, ein ganzes Dorf lange Zeit zu ernähren. Aber ihr habt entschieden, dass es am besten angelegt ist, wenn man es in einen Brunnen wirft. Jetzt habe ich alles zusammen. Essen, Wohlstand. Aber ich bin es irgendwie leid, in einem Brunnen festzusitzen. Wärt ihr wohl so nett, mir eine Leiter zu holen? Ihr könnt die Leiter einfach hier runterlassen und dann gehen. Vielen Dank euch. Ich habe die Leiter schon. Die habe ich irgendwann mal bekommen in irgendeinem Dungeon. Die Leiter herunterlassen. Ihr lasst die Leiter langsam herunter, aber jedem Blitz fällt euch der Glanz auf den Wänden im Brunnen auf. Ihr habt eure Teil gewiss geleistet. Ich weiß, ihr erwartet wahrscheinlich etwas für eure Mühe, aber ihr kriegt nichts. Null, nada. Guten Tag, ihr wurdet reingelegt. Denkt einfach mal drüber nach. Nach unten steigen, Logo. So ein Arsch. Ihr seht einen Haufen Ramsch, den jemand über Jahre hinweg gesammelt hat. Manches ist zerbrochen, vielleicht durch den tiefen Fall in den Brunnen. Das meiste ist durch Weichen oder verrostet und nichts davon ist zu gebrauchen. Was um alles in der Welt? Was? Wie seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr die Leiter dazu benutzen würdet, nach unten zu steigen. Es spielt keine Rolle. Erfreut euch am Anblick meines herrlichen Throns. Und bereitet euch auf den Tod vor. Durch den König der Schleime. Das war irgendwie jetzt nicht so geplant. Tickende Schleimbombe. Des Königs Eile steigert die eigentliche Ausweichchance um 25%, zieht in der Runde herunter. Bei Ende der Stärkung explodiert der Schleim und fügt sich selbst in allen Schaden zu und Abhängigkeit von seiner aktuellen Lebenskraft. Gut, ich denke, den sollte man schon down kriegen. Ich habe 320 Mana, was einfach nur krass ist. Aber so wirklich sinnvoll ist das aktuell nicht. Wir killen den Schleim. Fünf Schaden. Glorp. No, Königsschleim, was machst du? Tickende Schleimbombe. Ach so, auf der. Ah, okay, der triggert das. Verstehe. Neue herbei, ja? Na ja, klar. Er hat einen krassen Dodge-Skill. Ruf noch ein Night Schleim-Invasion, okay. Die Feuerkugel würde sich halt nochmal lohnen, wenn noch ein Schleim kommt. Ich könnte die Faust benutzen, Gas-Faust. Boah, schön mit dem Handrücken jetzt auf die Fresse geben. So ist richtig. Steigert für 3 und die Angriffsstärke, das ist natürlich auch geil. Oh, ich bin echt unentschlossen. Schaden kriegen die gar nicht. Interessant. Ein Schaden. Tod.
Okay, Giftschaden ist jetzt nicht so... so kritisch. Aber wieder jemanden rufen, gehe ich mal von aus. Jo. Solange aber keine Bombe castet, ist alles in Ordnung eigentlich. Wow, okay. Noch ein? Jo. Schaden. Ja, lass mal immer ein bisschen, lass mal sie mal ein bisschen heilen quasi. Tickt eine Schleimbombe auf den unteren. Ah, das sieht so geil aus. Ich finde das super cool. Eigentlich egal, wenn ich angreife. Ich sollte lieber ihn angreifen. Wie viele Runden haben wir noch? 3 Runden. Noch eine Schleimbombe? Nein. Deckungsschwung und er eine Kriegsklinge. Verwesener Schleim kenne ich auch gar nicht. Patsch! Und ein Deckungsspam, ein schöner Schutzschild. Und hier nochmal ordentlich Damage drauf. Können wir ihn so. Machen wir auch noch einen kleinen Felsenwurf. Ah, siehst du, das hätte man sparen können, aber na gut. Wäre natürlich witzig gewesen, das mal zu sehen, irgendwie so 800 Schaden zu machen. Die Stimme von unten getötet. Erfahrung, das ist natürlich eine fette Summe an XP. Holy shit, getötete Feinde, eintaktige Doppelkino, Kraft und Service schnell. Seltene Teile, verlorener Splitter des Tapferen. Naja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ausgleich gewesen. Der kondensierte Geist eines tapferen Kriegers ist nach wie vor in diesem Kristall enthalten. Seine Kräfte stehen bereit, um als würdige Waffe wiedergeboren zu werden. Die Krone Schleimkönigs. Der Schleimkönig hat sein Vermögen großenteils mit der Ausbeutung freundlicher Passanten gemacht. Diese Krone, die vielleicht einem Prinzen im Kindesalter gestohlen wurde, ist klein, aber sehr kunstvoll gestaltet. Ein Sammler wurde dafür eine erhebliche Summe bezahlen und ein Mithrilerz. Nice, kann ich hier noch was mitnehmen? All das Gold, das euch der Schleimkönig abgenommen hat, scheint hier zu sein. Das Gold zurücknehmen, ja, Logo. 1000 Gold. 1693. Achso, wahrscheinlich die Kosten für die einzelnen Items. Jetzt bin ich bei 4300 Gold. Hätte er sein können. Krass, Alter, der war mal richtig cool. Hat mir gefallen. Das war wahrscheinlich wieder einer von... Wie ist die? Riha? Die Jagden. Die Jagden. Ja, nice. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, ganz kurz eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Battle Chasers. Ich danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.